Wahrscheinlich habe ich hier einen Schnitt gemacht, alter Kumpel, du alter Verschwörungstheoretiker, um nun so langsam zur Sache zu kommen. Also ich selber hatte es so erlebt, Doppelpunkt. Ich beobachtete eine Diskussion in so einem Diskussionsforum und da postete jemand einen Videoclip, der eigentlich, glaub, sogar aus einer Fernsehsendung stammte. Und da machte jemand eine krasse Aussage zur sogenannten Eurokrise damals, Bankenkrise, Staatsschuldenkrise, Euro-Rettungspolitik etc. Und da dachte ich mir nur, das wäre ja krass, wenn das stimmen würde, das wäre ja der Hammer. Dann wäre ja alles in den Nachrichten quasi nur oberflächliches Geplänkel sozusagen und dann wollte ich das nur mal eben überprüfen und dann kam der berüchtigte Algorithmus ins Spiel und gab mir immer mehr Vorschläge zu dem Thema und plötzlich war ich in dem Thema drin, im Kaninchenbau würden manche sagen. Oh, aber das Thema war eigentlich nur Systemkritik. Das hatte mit linken und rechten Einseitigkeiten noch gar nichts groß zu tun, weil das war eigentlich hauptsächlich Systembeschreibung, Systemanalyse, Systemerklärung, Systemerläuterung. Aber tja, halt schon nicht von irgendwie dem System wie in dem Film Matrix oder so, sondern vom Geldsystem. Also nicht vom Kapitalismus, von der Marktwirtschaft, sondern vom Finanzmarktkapitalismus, vom Finanzsystem. Übrigens auch nebenbei bemerkt vom Finanzsystem als Ursache vom Wachstumszwang bzw. vom ewigen Drang nach Wirtschaftswachstum. Und der Wachstumszwang wiederum ist ja die Ursache für niedrige Löhne, hohe Lebenskosten und zu harte Arbeitsbelastung. Auch die Ursache der vom System bzw. vom Staat benötigten Einwanderung, weil die Wirtschaft kann nicht wie gewollt wachsen, wenn die Bevölkerung schrumpft. Aber die Geburtenrate ist ja niedrig. Aber ich schweife ab oder greife zu weit vor. Wie auch immer. Und tja, ich selber meine jedenfalls, aber ich weiß es in meinem Fall nicht, aber ich meine, man kann wohl wahrscheinlich aus dieser ganzen Perspektive oder Betrachtungsweise auch wieder aussteigen, quasi mit eigener Gedankenkontrolle zurückkehren ins ignorante, hedonistische Vogelstrauß-Weltbild, die Dinge so nehmen, wie sie sind und rausholen, was immer auch nur irgendwie geht. Oder auch alternativ quasi einkehren in die Vernunft, Bescheidenheit und Demut, sich nicht völlig aufreiben für Ziele, wie man halt will, je nachdem, was einem besser bekommt. Man kann jedenfalls aus der völlig kritischen Sicht auch wohl wieder aussteigen, aber man kann halt nicht aus dem System aussteigen. Weder als klassischer Aussteiger, quasi so hippiemäßig, und auch nicht, indem man reich wird oder sogar unermesslich reich wird, weil in den beiden extremen Fällen ist man dann erst recht doch nur wieder tief drin im System. Denn das System ist ja überall auf der Welt am Wirken und somit sozusagen allumfassend. So, das Video wird lang, ich mache wahrscheinlich einen Schnitt. Es grüßt dich, dein alter Kumpel, der unter die Astrometaphysiker gegangen ist oder Paramystiker oder wie man das nennen will.